Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben heute Freitag, den 18.11. und gerade ist 8.25 Uhr. Also, ich habe mir vorhin überlegt, was male ich denn heute? Und ich habe noch was anderes überlegt. Heute würde ich gerne die Biene fertig machen und die Erdbeeren, die Wilderdbeeren. Und dann habe ich mir überlegt, da ich morgen und am Sonntag kein Video hochlade, dass ich das hier, diesen Felsen und alles, also den Felsen, am Wochenende mache, ohne dass ich es filme. Weil das wird für euch dann bestimmt zu langweilig, wenn ich da nur wieder Felsen male. Und dann, deswegen habe ich gedacht, Felsen mache ich dann hinter der Kamera, ohne dass ich filme, am Wochenende. Und da lade ich kein Video hoch, weil wir haben jetzt fast jeden Tag ein Video gehabt. Und sonst ist es einfach, denke ich, zu viel des Guten. Weil Dezember kommt ja und da kommt auch jeden Tag mein Adventsbild. Deswegen, wie gesagt, heute die Biene, die Erdbeeren, am Wochenende hinter der Kamera, ohne dass ich filme, mache ich die Felsen. Dann haben wir das schon hinter uns. Und dann können wir uns hier den Vögel, Schwalben sind das ja, den Schwalben, ja, oder? Widmen und hier Salamander. Also legen wir mal los. Ich glaube, ich mache jetzt meine kleine Bienchen, mein Bienchen. Dazu nehme ich einmal die Nummer 105, 108. 109, 182 und 280. Jetzt mache ich erstmal die helleren. Also für hier die Farben. Für das Dunkle habe ich mir, mal schauen, wie viel ich davon auch wirklich verwende. Das entscheide ich spontan. Ich habe hier also einmal den schwarzen. Dann habe ich hier Kaltgrau Grey 200, was ist das? 35, das ist der Vierer. Dann habe ich den 6er 235. Ja, habe ich doch nicht gerade. Dann ist es 233, weil das blendet und dann ist hier versaut und ich erkenne das nicht. Und dann 247 in den Träneblumen. Mal schauen, was ich davon verwende. Jetzt nehme ich erstmal meinen 105er. Ganz leicht. Das wuschelige Papüchen. Dann nehme ich 108. Zoome ich mal ein bisschen hier ran. Und dann muss ich da so. Na, und wackeln sollte man auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, zu nah. Ne? So. Und bevor ich die Brauntöne nehme, nehme ich jetzt erstmal meinen grauen, den Vierer. Hier so ein bisschen. Dann nehme ich einen blauen, den 247. Und dann natürlich den grauen mit 235.
Jetzt nehme ich hier meinen 182er. Dann würde ich jetzt den dunkelbraun nehmen, 280. Ich möchte heute auch nicht so viel reden. Dass ich meine Stimme einfach schone. Was ist denn da? Das nervt mich ein bisschen hier. Spitze ich mal ganz kurz den Schwarzen, dass so eine richtig schöne Spitze hat. Nehme ich hier meinen weißen Prismacolor, verblende das hier so ein bisschen und dann nehme ich meinen Artesa. Jetzt hole ich euch wieder ein bisschen raus. Heute ist hier so ein bisschen dunkel, weil draußen noch ziemlich dunkel ist. Und dann machen wir jetzt unsere wilde Erdbeeren.
Und da habe ich mir für die Blütchen, die sind ja so weiß-gelb. Jetzt habe ich hier, Entschuldigung, 102 Cream genommen. Setze ich das mal hier so rein. Dann nehme ich so ein kaltes Grau, aber Nummer 1, 230. Dann nehme ich meinen weißen Prismacolor hier so drüber und nehme nochmal mein Cream. Das sieht alles so blass heute aus. Seht ihr das? Verstehe ich nicht. So. Bisschen mehr rangeholt. Und jetzt nehme ich meine Gelbtöne. Hier nehme ich aber die 108 und 109. Mal fokussiere hier. Und meinen schwarzen Feinliner. Na, wo ist der? Für die Erdbeeren. Ich guck mal, ob hier noch Erdbeeren sind. Nö. Für die Erdbeeren nehme ich drei Rottöne. Und zwar einmal die Nummer 177. Nein, zurück. 117 Light Cadmium Red. 118 Scarlet Red. Und 223 Deep Red. Also fangen wir mal an. Dann nehme ich 118. Und 223. Und ihr wisst ja, wenn ich mit Rot arbeite, darf hier natürlich Schwarz auch nicht fehlen, ne? So ein bisschen zu verdunkeln. Wo bist du? Da. Jetzt nehme ich 199. Kann ja, das ist, juckt immer in den Fingern beim Rot-Schwarz zu nehmen.
Entschuldigung, bitte. Jetzt nehme ich das dunkle Rot. Mittleren? Nee, das ist mein mittlerer. Und jetzt nehme ich den hellen. Dann würde ich gerne noch den 105er nehmen und nur so ganz wenig hier. Ich glaube, ich muss euch kurz auf Pause machen und dass ich mir einfach einen gelben Feiliner oder Posca hole, weil ich mache sie die Samen hier nicht mit weiß, sondern mit gelb. Ich bin gleich da, ich mache euch ganz kurz auf Pause. So, ich habe mir meinen gelben Posca geholt und jetzt versuche ich mal. Wackel ich wieder. Man könnte jetzt noch so einen dunkleren Schatten unter diesem gelben, unter den Samen machen. Dann sieht es so 3D-mäßig aus. So erhaben. Aber weil die so winzig sind, mache ich das nicht jetzt. Lasse ich jetzt einmal ganz kurz trocknen. Trinke mal was. Für die Blätter habe ich mich für 3 Töne entschieden. Ich nehme aber dazwischen noch so zum Verdunkeln den schwarzen. Ich habe hier einmal 171, das ist Light Green. 166 Grass Green und 159. Das ist Hocker's Green. Dann fangen wir mal an. Dann fange ich mal hier oben an.
Nehme ich den dunkelsten. Ich hätte ja auch einen anderen Grün nehmen können. Aber ich habe mich für diesen Grün entschieden, weil wenn ich nachher mit meinem mittleren drüber gehe, finde ich diesen Farbverlauf gar nicht mehr so schlecht. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen Schwarz, 199. Schwarz auszublenden. Nehme ich hier meinen mittleren, das ist Grass Green. Hier würde ich gleich gerne ein bisschen mit Gelb reingehen, dann sieht es auch nicht schlecht aus. Das sieht aber nicht nach der Blüte aus, wie hier. Oder machen wir so. Zack, 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 zack. Fertig. Und hier ist auch noch eine. Zack, 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 zack. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen mittleren. Ein bisschen dunkel. Ein bisschen mittel. Und hier entweder nehme ich Gelb oder ich nehme Cream. Sieht mit Cream aus. Und hier, dann nehme ich 105 von mir. Das sieht man ein bisschen mehr. Genau. Jetzt nehme ich hier mein dunkles Grün. Hier noch so ein bisschen.
Mal mittleres. Und so. Das ist das erste fertig. Jetzt machen wir diese hier. Aber vorher Pause und Nase putzen. So, weiter geht's. Schatten davon, aber das mache ich später, wenn ich den Felsen gemacht habe. Heute überziehe ich auch mal wieder. Wir haben gleich 28 Minuten. Wie gesagt, die Zeit rennt. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet und ich glaube, ihr wart unscharf. Mir gefällt heute nicht die Bildauflösung hier. Ich weiß nicht, wie es nachher im Video sein wird, wenn ich es angucke, aber wenn ich hier jetzt in das Display reingucke, bin ich nicht so begeistert. Vielleicht sieht man das nachher besser als jetzt im Display. Mal schauen, bin gespannt.
nehme ich noch ein bisschen schwarz. Jetzt nehme ich den mittleren wieder. Und tue das den schwarzen ein bisschen damit ausblenden. Dann haben wir das eher so dunkelgrün. Mike fragt mich ja die ganze Zeit, wann ich endlich mal wieder live gehe. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, ich weiß es wirklich noch nicht. Ich fühle mich eigentlich noch nicht bereit, live zu gehen. Aber mal schauen.
glaube, das wird wieder komisch sein, wenn man live geht. Da werde ich wieder erstmal richtig schön nervös sein. Weil 5 Monate sind schon 5 Monate, wo ich das letzte Mal live war. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Jetzt nehme ich meinen helleren. Ich muss endlich noch 1 Euro in mein Strafglas reinmachen. Mir sind zweimal schon Stifte abgebrochen und ich habe noch nichts reingelegt. Aber es ist weniger geworden mit der Brecherei. Und dann nehme ich natürlich 105 wieder. So, ich muss sagen, mir gefällt's. Bin zufrieden. Könnte besser sein, wie immer, aber. Man soll sich auch mit kleinen Dingen zufrieden geben, oder? Und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nehme ich hier. Gehört das eigentlich noch dazu? Das mache ich aber später, wenn ich den Felsen mache. Machen wir doch jetzt schon. So. Hier noch ein bisschen Weiß. Es war's. Heute war es 40 Minuten. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns in diesem Projekt am Montag wieder. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao.